Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf, zu einer neuen Folge. Ja, Leute, und wenn ihr euch jetzt fragt, yo, warum nur so eine kleine Pause, 13.07. von 11.07. glaube ich. Ja, das liegt einfach daran, dass heute die Grazia da ist, deswegen habe ich auch mein Outfit schon ein bisschen gestylt und ich hoffe, ihr wird es gefallen. Des Weiteren gehen wir heute auf die Insel, da ist es ja ganz egal, welche Ladung. Guckt euch an, diese Leere hier. Mann, da müssen wir doch gleich mal hier kurz anfangen zu paniken. So. Und natürlich kurz mal weinen. Denn Barry ist nun officially verschwunden. Ja, ziemlich schade auf jeden Fall. Aber wir können es jetzt auch nicht mehr ändern letztlich. Er ist weg. Und es war ja auch meine Entscheidung, die ich so bewusst getroffen habe. Und genau deswegen ist es jetzt nun mal so. So, und da steht die gute ja auch schon, die gute Grazia. Jetzt haben wir sie auch endlich mal hier in Person auf dem Bild. Bereit für den Outfit-Check? Bereit. Das Thema war modisch modern. Das T-Shirt gehört auf jeden Fall zum Thema, den Rest habe ich so ein bisschen improvisiert. Na gut, du klingst ja selber, zeig von deiner Leistung. Gut, ich habe mir ein Minütchen Zeit, legen wir los. Ein neuer Einsatz für Grazias Modepolizei. Modisch modern. Wollen wir mal sehen. Bringt dein heutiges Outfit weil das aktuelle Thema voll zur Geltung? Zunächst nehmen wir einmal das Outfit als Gesamtkunstwerk unter die Lupe. Du hast dich auf keinen Hingucker konzentriert, so viel ist klar. Aber ich erkenne das Thema wieder. Prädikat. Stets bemüht, Schätzchen. Damit hast du für heute den Outfit-Test bestanden. Gratuliere. Deine passable Outfitwahl erkenne ich an. Verleih dir ein Korallenshirt. Cool, damit haben wir schon den zweiten Outfit-Check geschafft. 4 Stück an der Zahl sind es, die man schaffen muss. Was dann passiert. Das werden wir dann sehen. Naja, bemühe dich trotzdem weiter, ne? Jo, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich mag mein Outfit eigentlich. Also ich weiß gar nicht, was sie hat. Oh, guck mal da. Hab ich Platz? Jupp, sehr schön. So eine dunkle, die brauche ich ja eigentlich immer. Ich weiß nicht, warum die da ins letzte Eck gepflanzt wurde. Aber gut. Genau, und Leute, eine Neuerung, die ich euch noch zeigen wollte. Ich habe es endlich geschafft. Das Warten hat sich gelohnt. Im Park 43 ist es soweit. Wir haben blaue Rosen. Wie ist das nicht cool, oder? Ich lieb's. Ich habe die ja schon gegossen heute. Ich bin so stolz auf sie. Die dürfen wir ja nicht umrennen. Die müssen wir jetzt nur noch gut vermehren. Und ja, das, denke ich mal, wird auch gut machbar sein. Mittlerweile ist es ja auch echt viel los. Guten Tag. Meiner Stimme geht es mittlerweile ein bisschen besser. Deswegen werden wir heute auch einen normal langen Part haben. Beim letzten Mal, der ist ja sogar nur 20 Minuten lang geworden. Hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet, aber naja. So, wo waren wir denn hier? Das muss ich jetzt mal ganz kurz... Ah ja, gut. Mir gibt es hier gar nichts zu tun. Zack, genau. Und ich habe hier noch eine Blattschrecke gefangen. Die ist auch eine neue Entdeckung. Ach, guck mal, hier ist irgendwo was falsch, ne? Genau, da müssten wir noch gucken, wie wir es machen. Aber ich finde es gut, dass da der Baum jetzt wächst, auf jeden Fall. So, was wir jetzt noch machen, bevor wir auf die Insel gehen, ist natürlich klar, denke ich mal, ich habe es in der letzten Folge schon verpeilt durch Kokos... Was für Coco? Nein, Coco bleibt... Nein, durch Barrys Auszug habe ich das Ganze verplant. Der ist ja auch schon wieder hier jetzt aus der Anzeige entfernt. Wir sehen gerade noch 8 Bewohner. Wir sollten langsam mal wieder nachlegen. So, lieber Gyroid, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht fertig gespendet habe. Ich glaube, ich habe Offcam einfach das Ganze hier gemacht jetzt. So, spenden wir doch mal kurz diese 1117 Sternis. Und nun haben wir es geschafft. Und bald schon wird hier eine wunderbare Parkbank entstehen. Ich freue mich mega drauf. Sehr cool. Hier könnte man ja theoretisch dann sogar noch einen Baum pflanzen, merke ich gerade, aber das werden wir dann in Zukunft sehen. Jetzt können wir nämlich hier auch dann die Ecke fertig gestalten. Genau, was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich einfach nur, ganz ehrlich, aber wir können uns das Korallshirt noch kurz anschauen. Fancy auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall einlagern. Wir gehen jetzt auf die Insel. Ich freue mich. Achso, genau, noch ganz kurz. Schaut mal, so schaut das Ganze aus, wenn du mit der Silberschaufel auf den Geldstein schlägst. Kommt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit ein bisschen Glück, so ein Mineralienstein raus, wo halt einfach nur Mineralien gedroppt werden. Richtig cool gemacht. Das habe ich auch schon länger jetzt probiert. Und nun haben wir es endlich geschafft. Ah, na, da trinkt doch jemand Kaffee. Aber jetzt erstmal Kaffee. Willkommen. Echt, kann man nicht hier... Genau, einen Kaffee bitte. So, zum Mitnehmen auch 200, okay. Also nicht so wie in New,
Nicht so wie New Horizons, da hat es ja noch 300 Sternis und der normale 200 gekostet. Oder da kostet es dort. So, ein Kaffee to go, let's go. Den nehmen wir mit auf unsere Reise. Vielen Dank. Ja, sehr gerne doch. Und du schlürfst dir fleißig deinen Kaffee. Ja, Kaffee zu trinken ist viel lustiger als zu Hause, weißt du. Ja, das kann gut sein. Aber jetzt wirklich mal auf in die paradiesische Insel. So, und da sind wir ja auch schon. Ja, komm, wir holen uns aber mal dieses entspannte Outfit hier. Wir haben ja noch genug Medaillen, also daran wird es nicht scheitern. Ah, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder kein Passbild, sodass wir das jetzt auch nicht nehmen können. Verdammt. Die Aloha-Hose nehme ich mit. So. Sehr cool. Gerne doch. Okay. Da bin ich gespannt. So, Hallöchen. Was haben wir denn so für Ausflüge? Ich meine, hier sind gerade die Insekten nicht so spannend, weil es ist gerade eh Juli und da gibt es eigentlich die ganzen Insekten und Fische auch normal in meiner Stadt. Deswegen gucken wir mal. Oh, es gibt Verstecken. Cool. Das haben wir noch nie gemacht. Lärminsektenjagd. Aha. Dann die Zwillingssuche, die kennen wir ja. Cool. Labyrinth ist auch geil. Und Krabbentauchen haben wir auch noch nicht gemacht. Und würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Anfängerlabyrinth. Das ist richtig cool. Wie wär's denn mit dem beliebten Ausflugsziel Anfängerlabyrinth? Joa, da bin ich auf jeden Fall dabei. Was genau das ist, das wird uns jetzt wahrscheinlich der gute Turtle erklären. Alles auf jeden Fall cool. Und ich freue mich, endlich mal sind so die coolen Spiele da. Sowohl Verstecken als auch Verstecken kennen wir jetzt eh schon von einem Part, der noch nicht mal so lang her ist. So. Hey, Jungspund, nur immer reinspaziert. Ein bisschen Anfängerlabyrinth. So, also wir haben hier auf der Insel ein schönes Labyrinth. Bei unserem Spiel geht es darum, in 5 Minuten die darin versteckten Früchte einzusammeln. Und zwar eine Persimone. 5 Stück bitte. Das schaffst du schon. Und je nachdem, wie viel Zeit übrig ist, gibt es Medaille, ne? Na, statt da auf die Plätze. Fertig. Los. Persimone. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist. Aber genau, es ist einfach so ein riesiges Labyrinth. Das ist richtig cool, wo man sich zurechtfindet. Ah, da, sowas ist das. Die haben wir auch noch gar nicht auf unserer, auch in unserer Stadt, ne? Das ist die einzige Frucht. Neben natürlich Kirsche und Pöppelsfrucht, also Pfirsich. Fehlt uns die noch als einziges, aber mein Gott, das werden wir, schon hinbekommen. Ich will jetzt mal ganz kurz checken, es ist schon die, ne? Ja. 5 Stück an der Zahl sollen es sein und ich glaube, wir haben jetzt hier eine gute Route. Aber hier ist gleich schon Nummer 3, ja, und Nummer 4 wartet auch nicht so lange. Okay, so viel dazu. Okay, das heißt, wir müssen mal ganz, ganz, ganz viel zurückrennen jetzt. Oh, die habe ich ja knapp übersehen. Gut, dann fehlen uns nur noch die da oben und ich weiß auch, denke ich, schon, wie ich da hinkomme. Ich nehme mal das Ganze hier zurück. Ich glaube, hier komme ich rein, ne? Nee, oder? Ah, ich habe es schon erwartet irgendwie. Das kenne ich schon so ein bisschen, das Labyrinth vom früher Spielen, weil das war eins meiner Lieblingsspiele. Ja, dieser Zeitdruck ist immer so ein bisschen doof, aber es ist auf jeden Fall okay. Und wenn ich mich nicht täusche, genau, dann gibt es hier nochmal einen Eingang. Und der sollte mich zu meiner, nope, nicht zu meiner letzten Persimone oder wie es heißt, führen. Ah ja, guck mal, da ist auch nochmal eine. Das heißt, es gibt definitiv auch mehr, als man braucht. Ja, gut. Ich denke, wir sollten jetzt schon da bleiben. Oh, guck mal, wir haben gerade mal eine Minute verbraucht und ein bisschen mehr halt. Und ich glaube, wir sollten jetzt da ankommen. Jo, perfekto. Ich meine, es war jetzt nicht die optimale Route. Aber wir schaffen es vielleicht, wenn wir uns jetzt beeilen, in unter 1,5 Minuten das Ganze abzugeben. So, na, mal schauen, noch 9 Sekunden, noch 8. Ja, okay, das schaffen wir nicht. Das denke ich mal. Ja, das wird auf jeden Fall nichts. Wie war denn das jetzt hier? Ah, ganz knapp drunter sind wir jetzt zwar schon, aber ich habe es geschafft. Ja. Wollen wir mal sehen. Ruft tatsächlich die Früchte, die ich wollte. So, genau. Ist ganz gut, dass wir jetzt uns heute wirklich nur auf die Insel-Spinny-Spiele fokussieren, weil wir einfach so viele neue jetzt noch hier dazugekommen haben, ne? 6 Medaillen, wunderbar, das Maximum, das man bekommen kann. Aber klar, bei den Anfängerteilen, da ist das eigentlich immer super einfach. So, mir macht dieses Anfängerlabyrinth sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Nachfrage auch, mein lieber Turtle. Ich denke, als nächstes machen wir das, sowas etwas Langweiligeres, was mit Angeln oder Fischen zu tun hat, oder, Angeln oder Fischen, genau, Angeln oder Tauchen. Und zwar war das ja ganz unten. Obwohl, wir machen gleich mal die Lärminsektenjagd. Viele Insekten verraten sich durch ihre Geräusche. Lass dich nicht zweimal bitten. Für Fortgeschrittene.
Wie wäre es mit dem beliebten Lärminsektenjagd? Jo, mach mal mit. Ich denke mal, da werden jetzt einfach ganz, ganz viele Zikaden sein und... Ja, dann muss man einfach Zikaden fangen. Das ist ja schon nervig, weil meist, wenn man dann die hört, da sind die tatsächlich schon verschreckt. Aber ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum es eine fortgeschrittene Ding ist, weil so schwer ist es halt ehrlich nicht. So, hereinspaziert so ein Lärminsektenjagd. Jo, laute Insekten. Grillen, Grashüpfer. Ach so, ja, okay. 4 Insekten in diesen 5 Minuten. Ich glaube, wenn man 4 hat, dann ist nicht vorbei, sondern man soll ja weitermachen, ne? Schätze ich mal. Ach so, aber ich dachte wirklich, damit sind Zikaden gemeint. Aber nein, es sind tatsächlich diese Teile hier. Na super. Ist ja schon mal gut los. Ah, okay, es hat jetzt geklappt. Ich habe eigentlich voll daneben gehauen, aber wir haben eine Singgrille. Die haben wir auch so noch gar nicht gefunden, ne? Fällt mir gerade auf. Naja, und dann haben wir sie jetzt wenigstens hier. Ich gehe jetzt auch einfach mal rüber. Es ist einfach ein random Rumgerenne, wenn hier wirklich nichts an Bäumen spawnt. Ich mag dieses Vogelgezwitscher. Es ist einfach sehr naturig hier. Sehr urig und auch sehr inselhaftig. Oh. Jetzt habe ich gerade eine gehört. Ah, da ist sie ja. Die Singgrille. Ja gut, die ist ja auch mega lahm. Also das, denke ich mal, sollte machbar sein. Die zu fangen, so viel dazu. Nein, du fliegst jetzt nicht ins Wasser oder so. So. Denn ich hab dich. Ja, also die ist recht einfach zu fangen. Ich schätze mal, die wird zum August, September geben. Zumindest habe ich die noch nie in meiner Stadt gesehen, stand jetzt. Vielleicht kommt es ja noch. So, wartet mal ganz kurz. Ah, okay, ich muss da so weg runter. Ich habe gerade wieder so ein Geräusch, so ein Fiepen gehört. Aber ich such das gar nicht. Ich renne hier einfach rum und ich denke mal, das ist eine gute Taktik. Wenn man dann einfach wartet, bis man was sieht. Ah ja, siehst du mal, hier ist schon die nächste. Ich finde hier irgendwie nur Singgrille. Nee, das ist was Neues. Eine Grille. Ah, eine ganz normale. Okay. Hat ja auch ein bisschen anders angehört. Es macht schon Sinn, dass das eine Singgrille heißt. Weil sich das dann doch, jawohl, in der Luft besser anhört, muss ich sagen. So, wir haben es geschafft. Okay, also die geht tatsächlich 5 Minuten lang. Ja gut, das sind aber nur 2 Aufgaben, wo wir 5 Minuten brauchen, also ist das voll okay. Jetzt höre ich wieder was. Ah, na. Ah, 2 Stück sogar. Na, dann vielleicht, okay, so wie dazu ist leider nach unten gesprungen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt tot dadurch ist, weil das ist ja schon eine Klippe, ne, dass es da runterspringt. Mein Gott, aber ich kann gleich mal gucken gehen. Hallo, warum bist du jetzt so flink unterwegs? Ey, er macht vor allem auch genau Pause, wenn ich ausgeholt habe. Hallo, bitte. Ach, komm jetzt. Jetzt aber. Nein. Komm schon. Nein. Ach, komm. Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm. Dann verfolge ich das eine Minute lang, ne? Und was kriege ich dafür? Gar nichts. Oh, jetzt habe ich wieder was mega Lautes gehört. Das andere am Strand ist mittlerweile eh schon wieder verschwunden. Dann brauche ich das gar nicht weiter suchen. Wir gucken lieber, ob wir hier was im westlichen Teil der Insel noch finden. Also wirklich schade. Eine Minute lang verfolge ich die für nix. Aber die war jetzt auch deutlich flinker als die am Anfang. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist, dass die schwerer gefangenbar werden, wenn man das Ziel erreicht hat. Also in dem Fall jetzt 4. Oder ich einfach jetzt mich blöder anstelle als vorher. Oder weiß ich nicht. Einfach Pech hab. Krass, die sieht man auch echt schlecht. Ne, komm. Noch komm jetzt. Also, ja, guck, die ist jetzt deutlich langsamer wieder gewesen. Die vorher, die war so viel flotter unterwegs. Ich weiß nicht, ob es vorher nicht eine Singgrille war, aber eigentlich sah die genauso aus. So, 6 Stück möchte ich eigentlich bitte schon haben. Also mindestens, wenn nicht sogar... Eigentlich habe ich so mit 8 gerechnet. Das habe ich ja bei den normalen Insekten easy peasy hinbekommen. Klar, hier sind jetzt so ein bisschen seltener Insekten, aber ich dachte trotzdem... Oh, ich habe doch gedrückt gehalten, mein Gott. So. Aber der war Gott sei Dank nicht so schwer, der Grashüpfer. So, wunderbar. Also, ja, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir erst kurz bei der Hälfte sind, bisschen drüber, und jetzt schon 7 haben, vielleicht sind da ja 10 doch machbar. Also, da müssen wir klar jetzt Glück haben. Aber eigentlich scheint mir jetzt das doch machbar. Na, guck mal an, da ist vielleicht das nächste. Wow, das hat sich jetzt nicht mal bewegt, das ist mir sehr sympathisch. Guck mal, jetzt haben wir noch 45 Sekunden für jeweils einen Insekt. Dann habe ich meine 10. Und wahrscheinlich auch wieder... Oh, wow. Also, was habe ich gerade für ein Glück eigentlich? Einmal, weil ich einmal um die ganze Insel wahrscheinlich gelaufen bin. Daran liegt es wahrscheinlich. So, endlich mal.
richtig positioniert. Ist auch schon mal ein gutes Training, weil demnächst wird wahrscheinlich wieder ein Insektikus-Turnier sein. Welcher steht hier eigentlich, wenn man stehen bleibt? Nope, okay. Ich weiß gerade nicht, welcher Wochentag ist im Spiel, aber auf jeden Fall der dritte Samstag ist wieder ein Insektikus-Turnier. Oder hier ist es ja einfach nur Insektenturnier. Das wäre echt geil, wenn es einfach so ein Schreibfehler wäre in New Horizons, dass es halt ein Insektikus und nicht ein Insektenturnier ist. Ne? Also hier heißt es ja Insektenturnier und dass es einfach in New Horizons ein Schreibfehler war und nicht Insektenturnier, sondern Insektikus-Turnier stattdessen jetzt heißt. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, aber ich glaube, du zählst doch nicht, oder? Aber ich habe Zeit dafür. Oder? Das ist aber nicht, wonach ich gesucht habe. Ja, eben, okay. Ich wollte es nur mal kurz prüfen, aber guck mal, wir waren jetzt eh so flott. Und da ist ja schon direkt das nächste. Ja, krass. Also das Spiel hat es mir jetzt ganz gut entschädigt für das eine, das da so schnell war vorher. Ja, wohl, das ist jetzt auch ein bisschen nervig. Jawohl, jetzt habe ich es aber. Ich müsste es einfach vorher anders angehen, als die ganze Zeit hinterherlaufen. Da, ja, guck mal, da schaffen wir vielleicht sogar die 12 und dann muss ich eigentlich schon gar nichts mehr machen, weil... Oh, da ist es doch, wunderbar. Also manchmal bleibt es so viel länger stehen als so andere Male, ne? Aber sehr schön. Ich habe gedacht, dass wir nicht mal 8 hinbekommen. Eine Zeit lang. Kann ich nicht schon... Ah ja, guck mal. Wenn der jetzt noch hier ist, na dann. Holen wir uns doch die 13. Ja, krass. Mehr, als ich jemals beim Insekt hinfangen hatte. Aber ich glaube, beim Insektenfang hatte man noch nur 3 Minuten, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Ich verleihe Dinge. Ach ja, moin. Okay. Ja, klar, weil ich hier Sachen mitnehmen kann. Das ist echt cool. Ich brauche hier aber eigentlich wirklich gar nichts, ne? Nee. Komm, Turtle. Hier, Schlag ab oder wie man auch immer das nennt. Spiel zu Ende. Wunderbar. So. Damit haben wir jetzt schon mal den Großteil gesehen. Jetzt fehlt uns noch das Verstecken. Auf beiden Schwierigkeitsgraden offensichtlich. Und dann haben wir, glaube ich, schon wieder alle Games gesehen. 13 Insekten, meisterlich. 8 Turtle-Medaillen. Ist ja das Maximum bei Stufe 2, ne? Wunderbar, danke dir. Er hat auch ein neues Outfit an, so ein Insekter-Outfit. Bring auch beim nächsten Mal jemand mit. Ich mag sein Kürzel einfach so gern, deswegen sage ich das auch so oft. Einfach witzig. So, guten Tag, meine liebe Lore. Oder Lore, aber ich denke immer eher Lore ist richtig. Ich möchte Anfänger, ja, erstmal Anfänger verstecken, oder? 5 bis 8 Minuten jeweils. Dann fangen wir gleich mal mit dem Amateurverstecken an. Wir können ja danach immer noch auf Anfänger wechseln. So. Gerne doch. Sehr schön. Okay. Dann bin ich gespannt. Klar, das ist schon logisch, was man hier machen muss. Deswegen die Turtle-Erklärung, die müssen wir uns jetzt auch nicht geben. Kann er gern sagen, aber ich skippe die einfach durch. Und dann gucken wir mal, wen wir hier so suchen dürfen, wer hier mit uns ist. Ich glaube, wenn man hier mit einem Mate hinkommt, weil man kann ja die zusammenspielen, die Spiele, dass man dann zu zweit sogar sucht, also alles zu zweit, auch zu zweit Insekten fängt und so, kriegt man, glaube ich, sogar nochmal einen Medaillenbonus. Also wenn ihr Medaillenmangel habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, wir haben 8 Minuten Zeit für 4 Leute. Alles klar. Ah ja, guck mal, jetzt gibt es nämlich auch Häuser. Das habe ich nämlich auch so im Kopf gehabt. So, am besten gleich mal hinter den Häusern gucken. Ah, hier oben sieht man auch, ob ich was gefunden habe. Und ein bisschen Taktik reinbekommen. Klar, was das schwieriger macht als das Verstecken zu Hause ist, dass du halt die Insel hier nicht kennst, ne? Die ist ja komplett Zufall generiert. Hä, wie sind die denn zu Hause? Das macht gar keinen Sinn. Aber gut, Verstecken haben uns ja meine Bewohner schon mal erklärt. Lol, okay. Hier ist aber nur so eine Sphinx. Das Verstecken nur außerhalb von Gebäuden ist. Ne, also müssen wir auch nur hier gucken. So, ich würde jetzt erstmal... Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Ah, das ist aber so cool gemacht, dass hier so verschiedene Sehenswürdigkeiten sind. Hier ist niemand? Nope. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie gerade keinen. Ich denke mal, beim Verstecken machen wir auch nur eins, weil das Anfänger zu verstecken... Ah, hier war ich schon. Shit. Da hinten springt irgendwas, okay. Ich glaube, am Strand, by the way, wird auch nichts sein. Ah, da ist doch jemand. So, wer bist denn du? Die Judith. Oh, entzückend. Du hast mich tatsächlich gefunden. So, Judith, ich glaube, bei der habe ich sogar mal bei Happy Home Paradise ein Haus erstellt, im Eisgebiet.
ich mich jetzt nicht komplett täusche. So, okay, aber jetzt da, wo ich weiß, wie die sich verstecken, was ja doch recht offensichtlich gerade war, können wir mal auf die andere Seite wechseln. Ach, guck mal, der Fluss halbiert hier auch ziemlich genau sogar die Hälfte der Insel, ne? Ist ganz cool gemacht. So, wir haben schon über 1,5 Minuten gebraucht und haben erst eine Person gefunden. Das ist ein bisschen schwach. Muss ich mal selber zu mir sagen. Gut, jetzt kann ich das hier auch weglassen. Aber ich denke, das wird jetzt schneller gehen, dadurch, dass ich weiß, dass man halt nicht auf so viel achten muss. Und ich würde sagen, die eine Sache habe ich jetzt auch wirklich gründlich durchsucht. Klar, das kannst du nie sagen bei Verstecken. So, hier war ich jetzt gründlich, hier ist safe keiner. Kann man halt wirklich nie sagen. Hinter keinem Haus hat sich jemand versteckt. Ah, da ist mal wieder jemand. Die Patricia, ja cool. Hey, du hast mich gefunden. Ja, und das, aber trotzdem bin ich recht sicher eigentlich. Ach, guck mal, so ein Leuchtturm, den will ich auch unbedingt noch haben. Ich weiß gar nicht, ob ich den mittlerweile schon als Public Project habe. Ich bin ja immer noch fleißig am Public Project Farmen von meinen Bewohnern. Ah, das ist auch cool, das haben wir. Guck mal, hier kannst du dir auch so ein paar Projekte anschauen. So, habe ich da nicht gerade jemand gesehen? Nee, nicht? Hä, okay, ich war mir gerade so 100% sicher, dass ich jemanden gesehen habe. Aber klar, ich sprint hier auch nur durch. Trotzdem sollte es gut machbar sein, ne? Gut, dann fehlt mir jetzt nur noch vom Haus dann links rüber quasi. Zwei Personen, oje, oje, ich glaube, ich war doch ein bisschen ungenau. Das muss ich nochmal gucken, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ja, okay, hier war niemand. Ah, nee, da ist wieder nur ein Project. Wo kann denn noch jemand sein hier? Also zwei Leute. Ah, Pamela. Oh mein Gott, wie cool. Nee, das ist Pamela, Lorenz. Hey, du hast mich gefunden. Ja. Und dein letzter Teammate, der sollte hier auch sich irgendwo umirren in diesem Segment. Sonst habe ich mich irgendwie verguckt. nee, da ist Patricia, ne? Du findest noch jemanden. Oder was hat sie gerade gesagt? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Weil ich gerade ein bisschen verwirrt bin. Ich dachte, ich war gründlich. Wirklich gründlich, gründlich, gründlich. Gut, aber jetzt habe ich hier zweimal alles durchgeguckt in dem Areal. Da sollte dann wirklich nichts sein. Beziehungsweise, wir gehen mal nochmal ganz zurück. Mein Gott, ey, schon drei Minuten. Ah klar, es hieß ja auch fünf bis acht Minuten wird das Verstecken dauern. Das heißt, wenn wir nur noch 3 Minuten auf dem Timer haben, dann sollte ich mir langsam Sorgen machen, dass ich schlecht bin. Ah, hier ist er doch. Der Arthur. Aber gut getarnt auf jeden Fall durch seine grünen Töne. Was soll denn das? Du findest mich. Yep. Ich bin ein guter Sucher. Alle gefunden, gar nicht übel. Zappalot nochmal, das ging ja flott. Hier, 9 Medaillen. Okay, dann sind doch mehr als 8 drin im Amateur-Sachen. Nee, im Fortgeschrittenen. Doch, Amateur. Amateur heißt 2. Schwierigkeitsstufe, alles klar. Gut, dann bin ich damit auf jeden Fall fein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal weiter. Wir haben ja noch eine Sache mindestens, die wir noch gar nicht kennen. Und dann können wir immer noch das fortgeschrittene Suchen machen, würde ich sagen. Amateur-Labyrinth. Na, Amateur-Verstecken war übrigens, weil wir jetzt 4 Leute hatten und nicht nur 3 Leute. Weil Amateur, das Anfänger-Verstecken ist, denke ich mal, genau wie bei uns zu Hause. 3 Bewohner verstecken sich. So, Zwillingssuche kennen wir ja. Genau, Krabbentauchen. So. Ist perfekt für... Sorry, Leute, ich hab's weggeklickt. Aber wir machen es auf jeden Fall, weil das kennen wir noch gar nicht. Wie gesagt, die Zwillingssuche, die ist cool und so, aber da kennen wir schon Amateur und Normal. Ich freue mich auch schon auf die Profi-Angebote. Bloß darf jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir bis dort ankommen, ne? So, aber genau, wunderbar. Dann hat die Partnerin auch wieder eine normale erreicht heute, jetzt. Herr Jungspund, hereinspaziert. Bei diesem Ausflug wird nach Krabben getaucht. Kegani, König, Schneekrabben. Naja, alles, was du so findest. 5 Minuten für mindestens 3 Fänge. Okay, mir kommt das jetzt doch schon sehr bekannt vor, ehrlich gesagt, dass wir nur Krabben finden dürfen. Ja, ziemlich sicher sogar. Und deswegen würde ich sagen... Oh mein Gott. Eigentlich werde ich auch irgendwie abbrechen. Nein. Kann ich anscheinend nicht, schade. Na dann würde ich sagen,
Ich tauche einfach mal und nehme euch aber nicht die ganzen 5 Minuten mit. Vielleicht im Speed-Modus, vielleicht schneide ich es ganz raus. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, genau, mal gucken. Eine Schneekrabbe. Gut gemacht. Und da folgt doch gleich die nächste. Eine Riesenkrabbe. Gut gemacht. Wow. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nie. So, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mit der größten Motivation da rangegangen. Und was für eine Gaudi. Es war gar nicht toll. Eine Medaille kriege ich dafür, dass ich es hinbekommen habe. Wow. Naja. Turtle. Besser als nix, aber so eine Abbrechfunktion von ihm wäre schon echt richtig Premium. Aber gut, an sowas haben die anscheinend nicht gedacht. So, naja, dann auf jeden Fall ab zum letzten Ausflug, nämlich nochmal dem Labyrinth. Sollte ja nochmal schnell gehen jetzt. Wie gesagt, das andere, das Amateurverstecken haben wir ja gemacht. Das Anfängerverstecken machen wir jetzt mal nicht. Dafür machen wir jetzt noch das Amateur-Labyrinth. Und dann haben wir, wie gesagt, alles außer das Anfängerverstecken, aber... Das ist eh das Verstecken, naja, wie es immer ist bei den Anfängersachen, in leichter. Heißt mit weniger Personen einfach, wie ich schon sagte, eine Person weniger, aber eigentlich umso mehr Leute sich verstecken, desto einfacher. Ah, okay. Das ist in Ordnung, ich habe da nur Bananen, schlimm ist es nicht. Oder weil es automatisch in die Depot ist, ich habe einfach gerade ein paar Bananen gesammelt, weil ich dachte, so in der letzten Minute kommen. Gar keine Lust mehr, irgendwelche Krabben jetzt zu finden, weil es hat sowieso eh nicht funktioniert. In den ersten 2 oder Minuten oder so habe ich einfach gar nichts gefunden. So, guten Tag, lieber Turtle, was willst du diesmal haben? Ich glaube, jetzt will er auch verschiedene Sachen. So, Obstsorten. Mango, 3 Stück. Achso, ich dachte mir gerade, 3 Birnen und 3 Mangos. Ja gut, das kann ich mir gut merken. Eine Frucht mehr und 2 verschiedene Dinger. Sehr cool, ich freue mich. Jo. Ich weiß, du willst keine anderen Früchte, du willst nur die, ich weiß schon. So, ich bin jetzt gespannt, ob hier dieselben Früchte liegen wie beim letzten Mal. Ich denke, dass es immer ein bisschen random ist. Geh jetzt mal kurz hier rein. So, da war nur die Banane. Nope, Apfel nicht. Ah, da ist eine Mango. Guck mal, eine Mango. Oh. Nee, shit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich denn neben der Mango mitnehmen soll. Upsi. Naja, wir haben auf jeden Fall eine Mango. Verdammt, was war's denn? Ich bin echt blöd, ne? Kokosnuss war's definitiv nicht. Orange war's auch nicht. Vielleicht war's sogar eine Banane. 3 Mango und 3 Banane. Kann das sein? Mein Gott, ich dachte mir noch easy. Ah, Birnen. Ha, jetzt weiß ich's wieder. Ich dachte mir noch easy, merke ich mir das. Aber so einfach merke ich's mir anscheinend ja dann doch nicht. So. Es wäre auch zu schön, wenn ich hier einfach die Früchte, die ich nicht haben, die er nicht haben möchte, mit zu mir nach Hause nehmen könnte. Ach, guck mal, noch eine Mango. Cool. Dann könnte ich jetzt hier Kirsche und Apfel mitnehmen und dann hätten wir, Kirsche und Ding und dann hätten wir das. Ja, guck mal, ich nehme jetzt einfach mal die Kirschen mit, weil ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich so war oder ob ich mir das jetzt einbilde. Jo, was ist das eigentlich hier für ein Riesenweg? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Cool auch, dass wir hier so verschiedene Büsche eingepflanzt haben und natürlich, dass die einen hier immer blühen, aber klar, wir sind ja auch in den Tropen. So, ach, guck mal, man kommt dann hier wieder raus. Ja, cool, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oh, Moment. So, das Problem, wir haben noch nicht eine Birne und uns fehlt halt noch eine Mango, aber mein Gott, die kriegt man ja ganz flott, denke ich mal. So, dann ab in die Richtung. Da oben habe ich jetzt nichts gesehen, deswegen gehe ich mal hier längs. Komm, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Kirschen können ja nicht schaden, ich meine, er kann sich beschweren, dass ich nicht nur richtige Sachen... Da habe ich nicht ernsthaft alle 3 Mangos, aber nicht eine Birne, das kann ja nicht wahr sein. Liegt da eine? Oh, das könnte eine sein. Oder? Nee, wieder eine Kirsche. Hä? Ich habe noch nicht eine Birne gefunden. Was soll denn das? Wo sollen die denn sein? So, hä? Verstehe ich nicht. Naja. Ich glaube, jetzt nochmal hier nach oben dann. Gleich. Moment. Ja, definitiv keine Birne. Alles hier. Das ist ja Kokosnuss. Ich hätte jetzt schon so viele Kokosnüsse gehabt. Da ist eine Litschi von mir aus. Einen Apfel brauche ich ja nicht. Da ist nochmal eine... da ist eine Birne. Wow, eine einzige Birne. Ah, hier. Wunderbar. So, dann renne ich jetzt... Okay, hier ist Ende. Verdammt, aber das sind halt trotzdem nur 2 Stück, ne? Aber vielleicht kommt der ja noch, weil man kann ja darüber rennen. Ich nehme jetzt auch die einmal mal mit. Kann ja nicht schaden. Es wäre schön, wenn ich in den nächsten 20 Sekunden ankomme, aber...
Genau, hier ist eine Sackgasse. Verdammt, ich habe irgendwo eine Birne übersehen und das stört mich jetzt extrem. Ja, eigentlich war ich jetzt überall, aber ich habe noch eine Idee, wo noch was sein könnte. Moment, wir müssen nochmal kurz hier diesen riesen Weg zurück. Ich weiß nicht, warum es hier eine extra Ding ist, aber ihr seht schon, das ist immer derselbe Aufbau vom Labyrinth, was eigentlich ziemlich schade ist. Die hätten sich da zumindest 5 Layouts überlegen können, nicht nur ein einziges. Genau, aber ja, so ist es halt jetzt. So, Baby, hier ist jetzt die Sackgasse, na Gott sei Dank. So, und zwar, wo wir noch nicht so genau... Oh, Moment, war da nicht gerade was? Doch, ne? Das ist dann eine Birne. Oder... Ne, ist gar nichts. Naja, wo wir eben noch nicht so genau waren, ist da unten, genau. Da möchte ich hin. Ich dachte, ich komme da anders hin, aber hier ist anscheinend richtig. Oder? Ah... Leute, 2 Minuten noch. Hallo, ich dachte nicht, dass ich hier jemals Zeitdruck bekomme. Okay, hier ist aber eine Sackgasse. Das ist schon mal gut zu wissen für die Zukunft. Nee, ansonsten... Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier jetzt schon war. Nee, hier ist wirklich über eine Sackgasse. Okay, das ist auch, wie gesagt, gut zu wissen. So. Das wäre ja krass. Warte mal. Die Zeit muss sein. Kann ich bei dir eine Schaufel ausleihen? Nee. Ich dachte schon, das wäre ja voll unfair. Aber mit einer Schaufel hätte ich mich einfach ausgraben können und dann mir so einen Shortcut machen quasi. So, hier unten waren wir eben noch nicht überall. Das würde ich jetzt gerne nochmal abchecken. Na. Sieht aber wirklich schlecht aus. Ich weiß nicht, wo soll man denn 3 Birnen herbekommen, hä? Also, hä? Da muss ich jetzt nochmal nach oben. Das Ding ist halt, ich bin ja noch nicht ganz unten. Wie komme ich denn da runter? Achso, nee, da ist Ende. Da sind keine Büsche mehr. Ich hab die irgendwo übersehen, ziemlich sicher. Ach, das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt wirklich. Ich meine, ich könnte auch... Ja, krieg ich wieder ein... Ah, da ist sie ja. Mein Gott, ey. So schwierig war es doch wirklich nicht. Naja, immerhin so 45 Sekunden oder so habe ich noch drüber hinaus, wenn ich jetzt zumindest mal richtig laufe. Mein Gott, ich war doch hier. Das nervt mich jetzt schon. Aber egal, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Bin ich hier falsch? Nee. Da ist so eine Route hier. So, dann hier nach oben, oder? Ja. Wow, als wenn ich jetzt wirklich den Weg zurück im First Try ohne eine Sackgasse geschafft hätte. So, da wollen wir mal. 3 Stück Früchte dabei. 3 Stück Mango, 3 Stück Birne. Na gut, dann... Mango, Mango, Mango. Zack, zack. Ja, das meine ich eben. Man kann leider keine Kirschen mitnehmen. Das ist schade. Oder? Ja, ist es denn? Mein Gott, ey, hier falsche Früchte. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, ich warte das mal ab, weil vielleicht kann ich dann diese eine Kirsche mitnehmen. Das wäre super. Und Pfirsich habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich nichts bekomme oder ob ich irgendwas bekomme. Keine Ahnung. Ich würde gerne die mitnehmen. Aus, vorbei, Ende, Gelände. Zeit ist um. Keine einzige Kirsche dafür. Wow. Nun ja, hoffentlich hat es dir trotzdem Spaß gemacht. Bring beim nächsten Mal einfach Freunde mit, dann wird es einfacher. Ja, dann wäre es wirklich einfacher, diese letzte Birne zu finden. Ich weiß nicht, wie ich die übersehen habe können. Und? Nope. Leider geht das nicht. Das heißt, ich muss mir die irgendwie anders besorgen. Die Pfirsich und... Die Pfirsich, den Pfirsich und die Kirsche. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder. Dann mit der neu ausgebauten Bank und ein bisschen Gestaltung. Wir sehen uns dort. Habt einen schönen Tag und ja, ciao. Thank you.